Das Autohaus Diepold in Langenwang, Ortseinfahrt West, hat sich mit dem Neubau für VW und Skoda-Kunden zur Nummer 1 in der Steiermark entwickelt. Mit Stolz präsentiert uns Firmenchef Sepp Diepold das Autohaus. Wir haben 12 Monaten begonnen mit dem Umbau bzw. Neubau von Werkstätte und Verkaufsfläche. Wir verfügen jetzt da über 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche für unsere neuen Fahrzeuge der Marke VW bzw. Skoda. Wir beschäftigen zurzeit 50 Mitarbeiter, wobei wir nach wie vor auch auf der Suche sind nach weiteren qualifizierten neuen Mitarbeitern, speziell im Verkauf und im Kundendienst. Der Werkstättenbereich wurde den neuen Gegebenheiten angepasst, sodass eine rasche Abwicklung von Servicearbeiten möglich ist. Wir bieten an der Füße einen Vollservice fürs Auto an, das heißt vom Verkauf neben allgemeiner Reparatur auch Lackiererei und Spenglerei. Das heißt, bei uns wird der Kunde zu 100% bedient. Besonders unangenehm ist es, einen Schadensfall am Auto zu haben. Hier ist eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung gefragt. Als besonderes Service für unsere Kunden bieten wir eine komplette Schadensabwicklung an. Zuständig für uns für diesen Bereich ist Frau Schaupert und Frau Riegler. Sie sorgen dafür, dass Ihr Auto so schnell wie eben möglich nicht nur gut aussieht, sondern die Gewissheit, alles ist wieder in Ordnung. Großes Augenmerk legte Diepold beim Umbau auf Regionalität. Mir war es auch sehr wichtig, dass ausschließlich einheimische Betriebe zum Zug gekommen sind. Weiters haben wir auch für unsere Mitarbeiter über 200 Quadratmeter Sozialfläche errichtet. Wir befinden uns zurzeit im Aufenthaltsraum, wo sich die Küche und auch ein Schulungsraum befindet. Wie Sie sehen, fühlt sich auch unser Betriebsrat Asterix in unseren neuen Räumlichkeiten sehr, sehr wohl. Die großzügig verfügbare Halle erlaubt VW und Skoda Neuwagen bequem anschauen zu können. Außerdem circa an die 80 Gebrauchtwagen top überprüft, sind ständig verfügbar und können jederzeit besichtigt werden. Auch über die umfangreichen Finanzierungsangebote werden Sie hier sorgfältig beraten. Ein großer Sprung in die Zukunft ist die E-Mobilität. Aber auch die E-Mobilität spielt bei uns im Haus eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind gerade dabei, jetzt uns in diese Richtung noch zusätzlich zu spezialisieren. Jedenfalls für alle eine große Herausforderung im Verkauf sowie Service. Autohaus Diepold in Langenwang ist für jene, die sich einen VW oder Skoda oder einen Gebrauchten anschaffen wollen, ein verlässlicher Partner.
und verschneit. Büro Innovationszentrum in Kapfenberg. Direkt im Zentrum von Kapfenberg befindet sich das Büro- und Dienstleistungszentrum mit markantem Außenauftritt. Die zentrale Lage gegenüber eines Einkaufszentrums ermöglicht kurze Wege. So sind Kunden wie Mieter in nur 5 Gehminuten in der Altstadt oder am Bahnhof Kapfenberg. Auf einer Gesamtfläche von rund 3.500 Quadratmeter, verteilt auf 2 Geschosse, werden attraktive Module von ca. 60 bis 1.100 Quadratmeter angeboten. Die einzelnen Module können zum Teil noch an individuellen Anforderungen angepasst werden. Im Büroraumverband stehen auch Kleinbüroflächen mit gemeinsamen Empfangs- und Büroservicebereich, Teeküche und Seminarraum zur Verfügung. Das Büro- und Innovationszentrum Kapfenberg setzt als Dienstleistungszentrum den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Innovations- und Planungsprozesse unterstützen, wendet sich aber auch an Ärzte, Heilberufe und Bildungseinrichtungen und andere Dienstleister. Ausreichend viele Freiparkplätze sowie Kundenparkplätze ergänzen unser Angebot. Unser Angebot ist breit gefächert und wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auch unter www.bitz-kapfenberg.at. We'll be right back.
Frau Magister Andrea Kuttenberger war zuletzt im Bundesministerium für Bildung beschäftigt. Ihre Unterrichtsfächer sind angewandte Mathematik und Physik. Sie unterrichtete in Wien und an der HTL in Klagenfurt. Seit 1. Oktober 2020 ist sie als Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsregion Obersteiermark-Ost tätig. Was kann man sich unter der Arbeit als Schulqualitätsmanagerin vorstellen? Also das Schulqualitätsmanagement hat ja die alten Schulinspektorinnen und Inspektoren abgelöst. Einige Aufgaben sind gleich geblieben, also vor allem die Aufgaben der Schulaufsicht, Personalmanagement und so weiter. Aber es sind auch neue, sehr spannende Gebiete dazugekommen, eben das Schulqualitätsmanagement und das Controlling und natürlich die Implementierung von Reformen und Entwicklungsvorhaben. Also was das Schulqualitätsmanagement selbst anbelangt, da geht es hauptsächlich um die evidenzbasierte Weiterentwicklung innerhalb der Bildungsregion. Das heißt, man versucht sich natürlich ein bisschen an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Und bei den Reformen ist es natürlich so, dass wir gerade in einer sehr spannenden Zeit leben. Also nicht nur die Corona-Krise beschäftigt uns, sondern zum Beispiel der 8-Punkte-Plan Digitalisierung der Schulen und das Pädagogikpaket. Wobei gerade die Digitalisierung ist natürlich etwas, das uns jetzt in der Corona-Zeit auch gleich doppelt beschäftigt. Im Wesentlichen geht es darum, dass das Bundesministerium hier eine groß angelegte Initiative geplant hat. Dafür sind sogar 250 Millionen Euro veranschlagt worden und bis 2024 soll digitales Lernen an allen Schulen in Österreich verankert werden. Hat uns die Corona-Krise nicht schneller als erwartet in die Zukunft hinein katapultiert? Naja, wenn man jetzt an die Digitalisierung denkt, dann ist die Antwort sicherlich ja. So schnell ins Distance Learning geschickt zu werden, das hat wahrscheinlich niemand erwartet. Das ist sicher der Krise geschuldet. Aber man muss schon fairerweise dazu sagen, dass das Ministerium bereits im Jahr 2018 begonnen hat, den Masterplan Digitalisierung der Schulen auszuarbeiten. Also das ist ein Thema, das uns schon eine Weile begleitet, aber sicher durch die Krise ist das auf jeden Fall beschleunigt worden. Schülerinnen und Schüler wurden aus dem Präsenzunterricht herausgerissen und mussten sich im Distance Learning beweisen. Wie kommen sie mit dem neuen Lernalltag zurecht? Ja, das ist eine schwierige Frage, die sich sicherlich auch nicht so leicht pauschal beantworten lässt, denn der Lernalltag in der Schule ist natürlich ganz ein anderer als zu Hause. Also man hat natürlich beim Distance Learning auch die Altersabhängigkeit, die man berücksichtigen muss. Also wenn man da zum Beispiel auch die Forschungsergebnisse anschaut in Bezug auf die Wichtigkeit der Lehrkraft in Präsenz, dann stellt man schon fest, dass jüngere Kinder auf jeden Fall davon profitieren, wenn sie tatsächlich mit der Lehrperson agieren können. Und bei Älteren ist das dann nicht mehr ganz so tragisch, aber es gibt eben auch, wie gesagt, noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Infrastruktur zu Hause. Ja, also wenn jemand aus sehr beengten Wohnverhältnissen stammt oder vielleicht zu Hause kein stabiles Internet hat, dann ist das ganz was anderes, als wenn man zu Hause gut ausgestattet ist, es einen ruhigen Lernraum gibt und so weiter. Das heißt, das Distance Learning hat natürlich den Effekt, dass der Lernalltag plötzlich sehr individuell wird, weil diese Faktoren kann es die Schule natürlich nicht mehr beeinflussen. Welche Kanäle stehen Lehrkräften für Feedback an die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung? Also ich glaube, es hängt mir grundsätzlich von der Schule ab und für welche Plattformen oder für welche Tools man sich entschieden hat. Das Ministerium hat hier ganz klar den Wunsch geäußert, dass an ein und derselben Schule möglichst wenig unterschiedliche Systeme verwendet werden sollen, damit dann nicht die Schülerinnen und Schüler für jeden Gegenstand irgendwas anderes brauchen. Also das sollte möglichst einfach und einheitlich gestaltet sein. Plattformen, die es schon sehr lange gibt, sind zum Beispiel Moodle und LMS, die ermöglichen auch eine Feedback-Kultur. Dann zur Kommunikation mit den Eltern, soweit ich weiß, wird sehr gerne Schoolfox verwendet. Dann gibt es im HTL-Bereich eine Software, die sehr, sehr gut geeignet ist, um technische Aufgabenstellungen umzusetzen und die auch ein Feedback erlaubt und auch eine Lernstandskontrolle, das Programm nennt sich Letto, wird auch hier in der Bildungsregion an beiden HTLs verwendet, also sowohl in Leoben als auch in Kapfenberg. Und auch an Borg in Kindberg verwendet man diese Software.
Naja, und natürlich die klassischen Kommunikationskanäle wie E-Mail und dergleichen stehen natürlich auch zur Verfügung. Und nun bleibt zu hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Erziehungsberechtigten auch in dieser herausfordernden Situation weiterhin motiviert bleiben. Was wäre das Leben ohne Musik? Die Musikschule Grieglach, im Volksmund auch regionale Talenteschmiede genannt, unterrichtet ca. 500 Musikschülerinnen und Schüler aus 9 umliegenden Gemeinden. Sie werden von ca. 27 Lehrerinnen und Lehrern auf verschiedenen Musikinstrumenten unterrichtet. Direktor dieser Schule ist Magister Ludwig Gruber und er unterrichtet nicht nur, sondern widmet seine Freizeit auch Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise. Die Musikschule Grieglach bietet die Möglichkeit, nicht nur der Musikausbildung, sondern auch audiomäßig mit Computern und mit Tonaufnahmen eben den Schülern zu zeigen, wie das musikalisch funktioniert, dass man eben Aufnahmen machen kann. Ludwig Gruber kann auf sehr viel Erfahrung, auch außerhalb der Schule, auf der Bühne, im Musikerverband, sprich Blasmusik, verweisen und den Musikschülern weitergeben. Die Arbeit an der Musikschule als Musikschuldirektor macht mir noch mehr Spaß, weil ich eben mit meinen Schülern und da speziell die Clara schon sehr weit gebracht habe. Sie ist ja doch schon Vize-Weltmeisterin an der Steirischen Harmonika geworden und ich bin stolz, dass ich das also unter meiner Ausbildung und sie lernt dann speziell das slowenische System an der Steirischen Harmonika und für mich, ich bin sehr stolz, dass es super funktioniert und wie gesagt auch im Trio, dass sie schon große Preise gemacht haben. Da werden bestimmt noch welche dazukommen. Mit 5 hat Clara Miesebner auf der Ziehharmonika begonnen und ist jetzt mit ihren beiden Brüdern Bruno und Felix, die ebenfalls in der Musikschule Grieglach mehrere Instrumente erlernen, als Miesebner Trio weit über die Grenzen bekannt. Was erhofft man sich als Direktor einer Musikschule? Ich wünsche mir, dass in der Zukunft weiter solche Talente wie das Miesebner Trio aus der Musikschule Grieglach hervorgehen. Ich würde das sehr unterstützen. Nun, wenn schon vom Miesebner Trio die Rede ist, wollte ich eigentlich wissen, wie geht es Clara, Bruno und Felix bzw. der Familie Miesebner in der leider sehr unangenehmen Corona-Zeit? Wenn Sie nicht gerade bei Tisch den Abend verbringen, nützen Sie die Zeit, um im Proberaum zu üben. Denn jeder spielt mehrere Instrumente. Bruno auf dem Schlagzeug. Felix auf dem E-Bass. Clara am Klavier. Aber auch im Trio wird fleißig geübt. Als Überraschung haben die drei ein Weihnachtslied einstudiert. Welches hören sie am besten selbst? In der Vorweihnachtszeit sind wir als Miesebner Trio meistens ganz viel unterwegs. Heuer ist das alles ein bisschen anders. Dafür bleibt umso mehr Zeit fürs Kekspochen und das ist auch eines meiner Lieblingshobbys in der Weihnachtszeit. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Ja, für mich ist es immer sehr schön, wenn man in der Vorweihnachtszeit sieht, wie sich die Leute immer mehr in Weihnachtsstimmung kommen und sich auf Heiligabend freuen. Aber natürlich auch auf die Weihnachtsfeiertage danach. Und das sind bei uns immer sehr lustig, die verbringen wir immer mit unseren Verwandten. Ich finde es zu Weihnachten am allerscheinsten, wenn wir am Nachmittag vor der Kirche heimkommen und es dann schon langsam finster wird. Da ist es mittlerweile schon zur Tradition geworden, dass wir neben unserem Haus am Rohr, da ist ein Mattal, zusammen mit unserem Papa und unserem Cousin musizieren. Da kommen dann auch alle Nachbarn aus den Häusern raus und hören der Musik zu. Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr. Dennoch ist es gelungen, in der Marktgemeinde Durnau wieder viele Projekte ins Leben zu rufen und umzusetzen, um Durnau noch moderner und lebenswerter zu machen. Und auch im nächsten Jahr werden wir einiges in die Zukunft investieren. Eine 500.000 Euro wird in Projekte, in Aktivitäten zum Wohle der Marktgemeinde Durnau eingesetzt werden. Das Herausforderndste im Jahr 2020 war aber ganz sicherlich die Bewältigung der Corona-Pandemie. Charakter zeigt sich bekanntlich in der Krise. Und ich bin sehr stolz als Bürgermeister über die enorme Solidarität, die die Bevölkerung in dieser schwierigen Phase im Jahr 2020 gelebt hat. Und so bin ich zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, 2021 die Pandemie schrittweise hinter uns zu lassen. Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest in dieser schwierigen Zeit und für das nächste Jahr, für das Jahr 2021, vor allem beste Gesundheit. Es weihnachtet in der Kornmesserstadt Bruck an der Mur. Wenn auch die Leute Corona-bedingt abends zu Hause bleiben und der Hauptplatz, die Gassen, menschenleer, ja sogar gespenstisch anmuten lassen, liegt an diesem Abend Musik in der Luft. Eva Maria Riedl im Duett mit Eduard Kutrowatz, Klavier. Eva Maria Riedl-Busch, eine Mezzosopranistin, die weltweit sehr erfolgreich auf Bühnen steht, ist durch die Situation bedingt in ihrer Heimatstadt Bruck an der Mur und gibt ein kurzes Gastspiel in der St. Bartholomäus-Kapelle, jetzt Konzertsaal der Musikschule, wo ihre musikalische Reise eigentlich begann. In Wirklichkeit hat es angefangen, noch im Kindergarten und in der Volksschule, in der Musikschule in Bruck, da war ich im Kinderchor. Und dann habe ich mit 10 Jahren begonnen mit Gesangsunterricht, bin dann in die klassische Gesangstechnik, bin ich mit 15 eingestiegen, dann habe ich Elisabeth gesungen, da hat mich eben dann schon die Sigrid Rennert von Bruck an der Mur, von der Musikschule betreut. Die hat mich dann auch vorbereitet auf die Aufnahmsprüfung und dann ist weitergegangen mit dem Studium in Wien und den Engagements. Wo haben Sie in Wien Fuß fassen können? Ich war sehr lange an den Bundestheatern, also mein erstes Engagement nach der Uni war bei der Frau Fassbender, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil die war wirklich eine ganz tolle Mentorin, eine tolle Künstlerin, ganz eine tolle Frau, auch ein Mezzo, also die hat mich unglaublich toll angeleitet und unterrichtet.
und bin dann eben an die Bundestheater gegangen, zurück nach Wien, war dann lange Solistin einer Volksoper und war aber die letzten Jahre jetzt familiär bedingt eigentlich vorwiegend im Ausland. Also zuerst in Deutschland und jetzt die letzten 3 Jahre in Schweden. Memmer TV durfte diesen Abend mit Eva Maria Riedl, Eduard Kutrowatz, Klavier und Gedichten, gelesen von Josef Grasmuck, Literaturkreis Kapfenberg, aufzeichnen. Jahresausklang. Überall merkt man genau, Friede herrscht in jedem Bau. Die Tiere finden endlich Ruhe, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Farbenpracht ist nun vorbei, den Pflanzen ist das einerlei. Sie wollen nur noch ihre Ruhe. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An der Arbeit kann man sehen, was geplant war, ist geschehen. Die Menschen setzen sich zur Ruhe, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Landforst, Lagerhäuser wünschen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Liebe Marainerinnen und Marainer, das Jahr 2020 war für viele von uns eine große Herausforderung. Was uns als Gemeinde betrifft, im Speziellen der Brand der MS und auch natürlich die Pandemie. Ich bedanke mich bei allen Gewerbetreibenden, bei allen Privatpersonen und bei allen, die dazu beitragen, dass unsere Infrastruktur erhalten bleibt und wo notwendig auch verbessert werden kann. Sie tragen dazu bei, dass dies so passieren kann. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben. Schauen Sie auf sich, genießen Sie die Ruhe und machen Sie das Beste daraus. Für das Jahr 2021 alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit.
Ihr Bürgermeister Günter Offner. Das Wirtshauswurmmittel wünscht allen Stammgästen, diverse Vereine und allen anderen Freunden frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021. Weihnachtswünsche. Spazieren im Schnee und dann heißen Tee. Oder
bei Kerzenlicht Wein, so soll Weihnachten sein. An andere denken, etwas zu schenken, und sei es auch klein, so soll Weihnachten sein. Die Hektik verlieren und Frieden zu spüren, um diese Zeit nicht allein, so soll Weihnachten sein. Auf Weihnachten zu. Wenn die Tage viel zu kurz werden, nicht nur, weil die Nächte so lang sind, aber weil Geschenke einkauft werden, oft braucht man dazu schon einen Plan. Von Kindern, die erwarten wollen, dass ihr Bravsein nicht umsonst war. Überlegen, was soll es wünschen sollen, das ist eine gewisse Zeit im Jahr. Wenn die Menschen, die allein leben, sich gar so arg verlassen fühlen, gern täten sie irgendwann was geben, vielleicht ein Kind, nur was zum Spülen. Wenn sie solche Sachen zutragen, es still wird draußen in der Natur, dann braucht man nicht mehr lang zum Fragen. Es geht gewiss auf Weihnachten zu. Liebe Kindbergerinnen, liebe Kindberger, liebe Gäste, als Bürgermeister der einfach lebenswerten Stadt Kindberg begrüße ich Sie zu den Weihnachtswünschen 2020. Im heurigen Jahr, das wir sicher nie vergessen werden, hat sich trotzdem sehr viel getan in unserer Stadt, das positiv in die Zukunft zeigt. Einerseits Ihr Verhalten untereinander, das Miteinander in Kindberg mit Kindberg hilft. Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Kindberg und des E-Werks waren immer bemüht, für Sie da zu sein. Das ganze Jahr über und natürlich auch freuen wir uns, für Sie im kommenden Jahr arbeiten zu dürfen. Auch im kommenden Jahr haben wir große Projekte wie Straßenbauten, dort wo es einfach notwendig ist. Es werden Hallen gebaut, ich bin der Förstalpine, ich bin auch zuversichtlich, dass die Arbeitskraft in Kindberg erhalten bleibt. Die Kinderkrippe wurde eröffnet und so können wir positiv auch für unsere jungen Familien in Kindberg in die Zukunft schauen. Im kommenden Jahr wird auch ein weiteres betreutes Wohnen eröffnet. Also viele Projekte, wo ich mich schon darauf freue, sie mit Ihnen gemeinsam zu eröffnen und mit Ihnen zu gestalten. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben. Vor allem aber wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, jetzt und für das kommende Jahr. Ich bin mir sicher, als Bürgermeister mit dem ganzen Team des Gemeinderates und der Gemeinde werden wir weiterhin viel für unsere Stadt erreichen können. Bleiben Sie gesund, Ihr Bürgermeister Christian Sander.
damals und heute. Jeden Tag kommen Kinder auf die Welt und seit oder jetzt was Besonderes. Jeden Tag macht irgendwer, wenn er freut, wenn irgendwo auf der Welt Geschenke verteilt. Jede Nacht leuchten Sterne, Kometen sind viel unterwegs. Jede Nacht ist irgendwo kalt und irgendwo betteln Fremde um ein Dach über den Kopf. Vieles ist gleich wie vor 2000 Jahren. Nur heute wissen wir das, was die Wirtsleute in Bethlehem damals nicht gewusst haben. Sie hätten die Fremden, die um ein Herberg haben bitten, nicht wegschicken sollen. Ja, hallo, hier spricht Susanne und Peter Rieser vom Blumenhandel Schacherl aus Bruck an der Mur und wir wünschen allen Kunden und unserem Team frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit. Bleib's gesund. Bis bald. Ich wünsche allen Bruckerinnen und Bruckern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Im Namen der Firma Sport Schöberl möchten wir uns ganz recht herzlich für Ihre Treue bedanken, wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein erfolgreiches neues Jahr 2021. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Als Bürgermeisterin von St. Lorenzen darf ich allen Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen und viel Gesundheit bis Jahr 2021. Thank you.
Was bedeutet für Eva Maria Riedl Weihnachten? Für mich persönlich? Also ich bin ein totaler Weihnachtsnostalgiker. Seit Jahren in Wirklichkeit, ich höre auch Weihnachtslieder im Sommer. Mein Mann lacht mich immer aus. Aber für mich ist es das eindeutig schönste Fest, das es gibt. Gibt es für Sie ein Vorbild? Pavarotti. Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele tolle Sänger und ich habe wirklich auch vor jedem totale Ehrfurcht, der diesen Beruf lange und wirklich auf einem hohen Niveau gut macht. Also gibt es ganz tolle Sänger, auch jetzt natürlich lebendige Sänger, die ganz, ganz tolle Arbeit machen. Also die alle aufzählen, da wäre ich nicht mehr fertig, aber für mich ist schon so das Absolute mittlerweile, muss ich sagen, wenn ich so Stimmen anhöre, also vom technischen Standpunkt und so, muss ich sagen, es ist der Pavarotti. Am Klavier Eduard Kutrowatz. Er ist Pianist, Komponist und Intendant. Was ist Ihr Credo zur Musik? Ich habe versucht, immer so breit gefächert und breit aufgestellt wie möglich zu sein. Habe erst vor kurzem meine Schallplattensammlung durchgesehen und da findet sich von Brahms und Liszt genauso wie die Woodstock-Platte und Cat Stevens und Neil Young und natürlich für mich als Pianisten Dave Brubeck. Also die Vielfalt, die macht es letztendlich aus. Ja, liebe Krieglacherinnen und Krieglacher, als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Krieglach darf ich Ihnen und euch allen ein harmonisches, besinnliches Weihnachtsfest wünschen und blicken wir voller guter Hoffnung und Zuversicht in das kommende Jahr und da wünsche ich vor allem viel Gesundheit. Alles Gute! Als Geschäftsführer der Firma Erwin Fuchs, Bäderstudio Heizungs- und Sanitärbau GmbH wünsche ich allen unseren Kunden gesegnete Weihnachten, einen guten, gesunden Rutsch ins Jahr 2021 und ich hoffe, dass die schwierige Situation sich im nächsten Jahr doch anders erweisen wird und bitte bleibt alle gesund. Ich möchte allen Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Barbara im Mürztal und den Gästen, die uns fleißig das ganze Jahr besuchen, ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben wünschen und vor allem alles, alles Gute und viel, viel Gesundheit im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass wir gemeinsam im nächsten Jahr diese Gesundheitspandemie besiegen und wir wieder in unser glückliches, normales, gesellschaftliches Leben zurückkommen. Liebe KSV-Familie, liebe Fußballfreunde, ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, einen guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2021 und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr im Stadion wieder treffen dürfen. Bitte unterstützt uns, wir haben wirklich eine schwere Zeit. Vielleicht gibt es noch Sponsoren, die auch noch überlegen, dass sie sich wieder mal beim Fußball beteiligen. Wir würden es dringend benötigen. Danke vielmals trotzdem für die vielen Unterstützer im Jahr 2020 und ich hoffe, wir sehen uns wirklich dann bald wieder im Stadion. Dankeschön.
Musik.